Ein ganz herzliches Hallo zu einem weiteren Sondervideo aus meiner Videoreihe zu Let's Play Dark Souls. Im aktuellen Video möchte ich auf das PvP eingehen in Dark Souls, denn das ist nicht ohne. Da gibt es sehr viele Sonderregeln, Bestimmungen und das eine oder andere, wo verwehrt mich vermutlich auch. Also es muss nicht alles korrekt sein, was ich jetzt hier erzähle. Ich erzähle das auch frei nach Gedächtnis und nach eigenen Erfahrungen. Das erste, was ich darauf eingehen möchte, ist, ihr seht jetzt hier bei mir selber, oben links seht ihr diese weiße 10. Das bedeutet, ich bin in menschlicher Form unterwegs. Diese menschliche Form, das kennt ihr, das bekommt ihr am Leuchtfeuer, wenn ihr eine Menschlichkeit opfert. Dann könnt ihr euren Status umwandeln und vom Untoten wieder zur menschlichen Form wechseln. Das hat den Vorteil, dass zum Beispiel Mitspieler beschworen werden können. Also vor Bosskämpfen ist das wichtig, wenn ihr das machen wollt. Oder auch löst gewisse Ereignisse aus. Wieso klappt jetzt das hier nicht? Schade. Und zwar Ereignisse im Sinne von, dass euch der Computer angreift. An gewissen Stellen. Das passiert nur, wenn ihr als Mensch unterwegs seid. Und zwar greift er dann an mit NPCs. Zum Beispiel hier unten würde jetzt einer auftauchen, wenn ich ihn nicht schon getötet hätte. Ich habe ihn allerdings schon getötet, darum geht das nicht. Ihr braucht natürlich die menschliche Form auch, um das Leuchtfeuer zu verstärken. Jetzt wollen wir mal sehen, ob ich angegriffen werde. Bis jetzt noch nicht. Die menschliche Form sonst bringt, glaube ich, noch bessere Resistenzen, aber hier kann ich mich schon ein bisschen täuschen. Denn die Resistenzen werden genau gleich aufgewertet durch die plus 10, die ich oben habe. Wenn ihr jetzt unten links schaut, dann seht ihr, ich habe diesen weißen Symbol-Speckstein ausgewählt. Der ist bewusst ausgewählt. Das könnt ihr nämlich auch machen. Wenn ihr als Mensch unterwegs seid und rechtzeitig wissen wollt, ob ihr möglicherweise angegriffen werdet, nehmt diesen weißen Symbolspeckstein in die Auswahl unten und sobald er grau wird, werdet ihr vermutlich angegriffen. Jetzt hat es natürlich auch hier schon die ersten Sonderregeln. Grau wird er auch, wenn ihr jemanden von hinten abstecht oder wenn ihr in einem Gebiet seid, wo ihr gar nicht beschworen werden könntet. Denn mit diesem weißen Symbolspeckstein löst ihr ja aus, dass ihr beschworen werden könnt von anderen. Dementsprechend funktioniert das natürlich nicht an allen Stellen. Probier jetzt mal den abzustechen, das ist nicht so einfach. Doch, seht ihr, jetzt ist er ausgegraust. Jetzt wäre er wieder da. Also lasst euch nicht immer auf dieses Zeichen ein. Weiter würdet ihr merken, dass ihr angegriffen werden würdet, wenn ihr hier oben plötzlich das Leuchtfeuer nicht mehr benutzen könnt. Spätestens das ist ein Zeichen. Oder wenn jetzt der Levelübergang, also vom einen Gebiet zum anderen, wie zum Beispiel jetzt hier, plötzlich ein Vorhang wieder davor ist, dann könnt ihr das Gebiet auch nicht verlassen. Wenn ihr jetzt sterben würdet in dieser menschlichen Form, ihr selber angegriffen werden würdet, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit nicht klein, dass ihr das Duell verliert. Je nachdem, wo ihr seid, werdet ihr auch von mehreren Gegnern gleichzeitig angegriffen. Dann ist genau an dem Ort, wo ihr gestorben seid, oder ein paar Sekunden davor, wo ihr noch wart, liegt dann euer Depot. Also die mitgeführte Männlichkeit und die Seelen, die ihr in dem Moment bei euch hattet. Ihr könnt dann relativ gefahrenlos wieder dahin. Benutzt nach Möglichkeit, einfach so ein Tipp von mir, benutzt nach Möglichkeit nicht gleich wieder eine Menschlichkeit. Werdet Mensch, rennt dann dahin, denn es kann euch sonst passieren, dass ihr natürlich unterwegs wieder angegriffen werdet. Und wenn ihr zweimal sterbt, das wisst ihr, dann verliert ihr euer Depot. Das zählt natürlich auch für PvP, logischerweise. Auch wenn ihr abstürzt und ähnliches. Egal was ihr macht, ihr dürft einfach unterwegs nicht mehr sterben, bis ihr bei eurem Depot seid.
Darum seid vorsichtig, wie ihr da vorgeht. Ansonsten ist natürlich auch zu bemerken, wenn ihr merkt eben, dass jetzt dieser weiße Symbol-Speckstein ausgegraut wird, sucht euch einen Ort, wo ihr sicher seid, dass ihr nicht gleich von den anderen Gegnern, also vom Computer, gleichzeitig angegriffen werden könnt. Und wenn ihr natürlich jetzt eben wirklich so viel Zeit habt wie ich jetzt, ich bin erstaunt, dass ich noch nicht angegriffen werde. Normalerweise geht das hier ruckzuck. Irgendwie will mich im Moment gerade niemand. Sucht euch einen sicheren Untergrund. Rennt vielleicht so weit wie möglich zurück zum Leuchtfeuer, an dem ihr eure Seele abgespeichert habt. Denn wenn ihr dann sterbt, ist ja der Weg viel kürzer, logischerweise. Und viel ungefährlicher, wieder dahin zu kommen, wo eure Leiche war. Also nützt das aus. Ich bin jetzt wirklich völlig erstaunt, dass ich nicht angegriffen werde. In dem Gebiet, wo ich jetzt hier bin, werde ich normalerweise spätestens nach 5 Minuten angegriffen, wenn ich so rumlaufe. Entweder ist es, weil die Amerikaner und Japaner im Bett sind und die Europäer viel zu freundlich, um anzugreifen, oder es liegt an was anderem. Ich werde auch vermutlich jetzt gleich pausieren und warten, bis ich da was tut und euch dann wieder einladen, denn ich will euch ja nicht die Videoaufnahmezeit einfach so verkürzen. Aber zuerst noch schnell die zwei ausschalten. Ja, nee, ich werde immer noch nicht angegriffen. Dann lade ich euch ein, sobald es soweit ist. Bis gleich. Jetzt ist es soweit. Jetzt seht ihr, unten links ist der Stein ausgegraut. Und hier hinten ist die Nebelwand da. Jetzt werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit gerade angegriffen. Der Computer verbindet jetzt gerade zwei IPs miteinander. Es kann sein, dass das trotzdem nicht funktioniert, weil es irgendwelche Störungen gibt etc. Aber normalerweise müsste ich jetzt angegriffen werden. Das heißt, ich vorbereite jetzt die Flasks. Hier unten könnte ich noch meine Waffe verstärken. Aber durch dass ich jetzt diesen grauen Speckstein nicht mehr, weißen Speckstein nicht mehr benutzen kann, weiß ich, okay, jetzt ist was los. Es ist ja so, dass ihr natürlich nur angegriffen werden könnt hier in diesem Gebiet von anderen, wenn ihr in menschlicher Form unterwegs seid, solange ihr diesen Gebietsboss noch nicht besiegt habt. Sobald ihr den Gebietsboss besiegt habt, seid ihr auch nicht mehr angreifbar. Schade, das war nix. Der hat aufgegeben. Dann warte ich nochmal. Und wir sehen uns gleich wieder. Nochmal kurz zur Menschlichkeit. Ist mir nebenbei, wenn ich schon mal dabei bin, jetzt können wir wieder mal schauen, werde ich angegriffen oder nicht. Wenn ich schon dabei bin, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe davor natürlich nur erklärt, dass ihr angegriffen werdet würdet als menschlicher Form. Das ist nicht ganz korrekt. Es gibt einen Bund, der funktioniert tatsächlich anders. Und zwar müsst nicht ihr in diesem Bund sein, sondern der menschliche Gegner kann in diesem Bund sein. Da ist es so, dass Teil der PvP-Mechanik da ist, dass sie... Oh, jetzt kommt er wieder grau. Jetzt werde ich doch wieder angegriffen. Ich dachte doch, in diesem Gebiet geht es normalerweise schneller. Na, schließen wir noch kurz ab. Da kann er eure Welt verfluchen und dann kommen in eurer Welt stärkere Phantome. Da kommt ihr in gewissen Gebieten plötzlich mehr Gegner und daran seht ihr, oh, eure Welt ist verflucht. Gleichzeitig werdet ihr in eurer Welt ein Zeichen wiederfinden von ihm, das ihr benutzen könnt und dann in seine Welt eindringt, als Rache. Ist so, dass natürlich diese Phantome, das funktioniert leider erst im Next Game Plus, angeblich, ich wurde selber noch nie so angegriffen, muss ich zu meinem Bedauern feststellen, denn ich würde das gerne mal sehen. Es ist so, dass diese NPCs bzw. diese Phantome besonders stark sind. Ich glaube aber nicht, dass sie eine besondere Beute hinterlassen. Das hat wieder nicht funktioniert. Irgendwie will mich heute Dark Souls beschützen. Dieser Bund ist dann eben so, ihr dringt dann bei ihm ein, in seine Welt, um ihn zu töten und diesen Fluch zu beenden. Und kaum nehme ich das Zeichen, verschwindet. Ich wollte jetzt oben wieder meine Geister holen.
Die Gegner respawnen lassen, meine ich. Eben, ihr dringt dann in seine Weile dahin. Sobald ihr ihn getötet habt, ist der Fluch beendet. Wenn ihr sterbt, ist der Fluch natürlich auch beendet. Nur ihr sterbt dann in seiner Welt. Dementsprechend ist das... Ihr verliert nicht eure Menschlichkeit, wenn ihr menschlich wärt. Und euer Depot ist, glaube ich, an der gleichen Todesstelle, wie der Ort, wo euer Duell dann stattfindet. Wenn ihr natürlich in eurer Welt sterbt, als Mensch jetzt, dann ist, oder auch als Untoter, dann ist da natürlich das Depot vorhanden. Dann ist da alles genau gleich wie zu normalen PvP-Regeln. Der Unterschied ist wirklich nur der, ihr müsst nicht Mensch sein, um angegriffen zu werden. Es reicht tatsächlich aus, als NPC, als Untoter, jetzt bin ich völlig aufgeregt, PvP ist nicht für mich. Es reicht tatsächlich aus, auch als Untoter unterwegs zu sein und einfach nur noch nicht den Gebietsboss erledigt zu haben. Das System würfelt bei einem Angriff von ihm zufälligerweise drei Spieler aus, die... Hier ist irgendwie eine Schwelle. Ich glaube, das System will mich einfach nicht mehr nach unten lassen. Und weil sie das Dumme gekichert haben, heißt es, sie greifen mich an. Das heißt, logischerweise muss ich hier zuerst mal aufräumen, damit ich auch sicher bin. Das System würfelt drei zufällige Spieler aus, deren Welt verflucht wird. Das heißt, ihr seid dann nicht alleine verflucht, sondern andere Spieler in ihrer Welt sind gleichzeitig wie ihr verflucht. Und alle drei Spieler können das Zeichen von ihm suchen, jeweils in ihrer Welt und in seine Welt eindringen. Was bedeutet, wenn er Pech hat, kann er plötzlich 3 gegen 1 spielen. Wenn natürlich irgendeiner der Spieler, die sein Zeichen benutzen, ihn töten in seiner Welt, ist bei euch natürlich auch der Fluch beendet. Dann ist die Aufgabe, wenn man so möchte, erledigt. Ich finde diesen Bund sehr speziell. Ich gehöre ihn auch an mit einem anderen Charakter. Ich zeige euch die Mechanik dann logischerweise noch. Aber eben, ich selber hatte noch nie das Glück, davon betroffen zu sein. Ich würde mir das eigentlich wünschen. Ich fände das toll mal in so einem Next Game Plus. Denn die Spielmechanik an sich hört sich wirklich interessant an. Als ich es dann mal getestet habe hier, hatte ich ausgerechnet einen Betroffenen, der dem gleichen Bund angehörte. Der war wie ich in diesem Bund, der wurde zufälligerweise ausgelost und hat dann mir erzählt, dass es ihm auch noch nie passiert ist. Der Bund ist vermutlich zu selten, denn der Bund ist auch sehr versteckt, hat eine Game-Mechanik, die die meisten wohl nicht kennen oder zu mühsam ist. Na, jetzt ist schon wieder vorbei. Ah, jetzt gebe ich es auf. Jetzt lade ich euch erst wieder ein, wenn ich wirklich angegriffen werde. Dann bis gleich wieder. Das hat eine mittlere Ewigkeit gedauert, bis ich jetzt hier wieder angegriffen wurde. Also sprich ungefähr 10 Minuten. Ich glaube, davor gab es ein Games for Windows Live-Problem. Denn ich wurde immer wieder sowas an der gleichen Stelle angeblich angegriffen, ohne dass da was passierte. Dementsprechend habe ich ausgeloggt, nochmal neu gestartet. Und dann hat offensichtlich jetzt wieder... ist es am Funktionieren. Wichtig ist, wenn ihr, sobald ihr dieses weiße Symbol Speckstein seht, eben, gebt euch in Sicherheit. Ach, hier wäre noch was sogar. Ich hoffe, das bleibt noch. Begebt euch in Sicherheit und achtet euch nochmal auf eure Ausrüstung. Ihr könnt jetzt noch ändern. Die Regeln beim PvP im Kampf selber sind dieselben wie im PvE. Je nachdem, wie viel... Jetzt können wir mal schauen, wie viel Balance ihr habt. Ich habe jetzt Balance 80, das ist verdammt hoch. Je nachdem, wie viel Balance ihr habt, könnt ihr aus dem Takt gebracht werden, diesen Stun-Modus. Versucht, irgendeinen Wert zu erreichen, der für euch selber stimmt, sodass ihr noch abrollen könnt mit genügend Geschwindigkeit. Die Ausdauer auch noch genügend schnell regeneriert. Ansonsten ist natürlich der Ring je nach Spielstil sehr entscheidend, denn der goldene Schlangenring bringt natürlich im PvP nichts. Mit dem bekomme ich ja nichts. Hier habe ich jetzt mal ausnahmsweise den Löwenring genommen.
Ich werde wieder nicht angegriffen. Das gibt's ja nicht. Was habe ich denn heute für Pech? Das System macht ein bisschen mit mir, was es will. Und es spinnt auch. Entweder werde ich tatsächlich jetzt nicht angegriffen, oder das System hat sich noch nie erholt. Ihr seht das auch hier am Leuchtfeuer. Ich kann das Leuchtfeuer nicht benutzen. Dementsprechend ist es jetzt entweder wieder verbuggt oder noch nicht abgeschlossen, der Vorgang. Es kann manchmal ein bisschen länger gehen, bis der wieder... Oder es kann auch einfach nur sein, dass ich tatsächlich nochmal angegriffen werde. Wenn ich jetzt beim Gebietsboss wäre und direkt durch den Nebel da gehen würde, so dass ich den Gebietsboss herausfordern kann, dann würde der PvP-Vorgang abgebrochen werden und der Angreifer wird zurückgeschickt. Das ist mir einige Male passiert, dass ich endlich mal einen Spieler gefunden habe, den ich angreifen konnte. Und kaum war ich da, wurde ich auch schon zurückgeschickt, weil in der Zwischenzeit der Spieler schon durchgerannt ist und den Gebietsboss herausgefordert hat. Ich hoffe, das wird heute noch was. Irgendwie habe ich heute einfach nur Pech und Pannen. Ist ja klassisch, das kennt ihr, der Vorführeffekt. Zur Ausrüstung nochmal. Ihr müsst jetzt nicht so ausgerüstet sein wie ich. Ich habe es jetzt für mich einfach so am besten gefunden. Ich bin 47 bei Belastung. Mit dem Gargoyle-Helm, der Sonnenrüstung plus 9 Havelstumpel und Havelsgamaschen. Die sind furchtbar schwer. Ich habe jetzt 47 genommen, das gibt 94 zusammen. Ich dürfte 96 haben. Ich habe beim Silberritterschild ein relativ schwereres Schild, schweres Schild. Das Abrollen, es geht noch. Es könnte schlimmer sein. Ich bin unter 50%. Das ist für mich ein Idealwert für PvP. Man kann auch viel leichter ausgerüstet sein. Man hat dann halt eben, wie gesagt, das Problem, dass halt jeder Schlag, den einen trifft, einen aus dem Takt bringt und den eigenen Angriff unterbricht. Und je nachdem, wenn natürlich der Gegner dann schwerer ausgerüstet ist, kann er weiter schlagen, wenn ihr ihn trifft und euren Schlag dann einfach relativ leicht unterbrechen. Das ist natürlich ganz was anderes, wenn ihr ihn von hinten backsteppt. Aber hier, das wird nichts. Also, irgendwie ist heute tatsächlich der Wurm drin. Ich werde dementsprechend jetzt wieder pausieren und erst euch wieder einladen, wenn ich entweder ein bestimmtes Zeichen sehe oder wenn ich tatsächlich schon die Angriffsmeldung habe. Bis später. Wir kommen zu einer weiteren Besonderheit. Ihr seht dieses Zeichen hier, das rote am Boden. Hier kann man jemanden zu sich selber beschwören. Ich versuche jetzt mal diesen Finstergeist zu beschwören. Vielleicht klappt das. Dazu braucht ihr ein bestimmter Speckstein. Das ist der rote Speckstein. Dann könnt ihr ähnlich den Symbolen, wie ihr sie mit dem weißen Speckstein hinterlasst, mit dem roten Speckstein eine Zeichnung hinterlassen. Und andere Spieler, wenn sie menschlich sind, können euch dann zu sich einladen, um PvP zu machen. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel den noch auslösen, dann wären wir 2 gegen 1. Mach ich natürlich nicht. Ist immer die Gefahr für den, der eingeladen wird. Also nicht jetzt für den befreundeten Spieler hier, die 2, sondern den her, den ich zum PvP eingeladen habe. Denn da könnt ihr eingeladen werden, wohin, wo 3 Spieler auf ihn warten. Der Host, also ich, plus 2 befreundete Spieler, das will ich jetzt nicht machen. Ist auch eine Art von Seelenfarmen, aber hier wäre nochmal eins. Ich getraue mich jetzt den natürlich nicht auszulösen, wenn ich ja den anderen schon am Beschwören bin. Denn sonst muss ich dann gegen 2 kämpfen. Dann sind sie 2 gegen mich alleine. Das ist dann mir ein bisschen zu viel. Im PvP bin ich nicht der Könner, im Gegenteil. Ich bin im PvP ziemlich schlecht. Okay, das hat nicht geklappt. Dann probieren wir es nochmal. Ach, das war zu spät. Schade. Ich würde auch hier wieder einladen, sobald das klappen würde. Ich glaube, heute stimmt irgendwas mit Games for Windows Live bei mir gar nicht. Das will einfach nicht klappen. Es löst immer wieder hinten das Feuer aus. Und den Nebel. Aber angegriffen werde ich nicht.